Samstag. Und ich versuche mal aus dieser Medusa etwas Gescheites zu machen. Es ist jetzt 5:30 Uhr. Wir werden jetzt erstmal uns fertig machen. Ich mache jetzt erstmal die Haare. Und dann gehen wir erstmal frühstücken, weil ich glaube nicht, dass ich mit vollem Make-up, Wimpern irgendwie jetzt Lust habe, frühstücken zu gehen, weil ich einfach keinen Bock habe, dass die Croissants und irgendwas im Mund hängen bleibt und immer Make-up versaut, fettig wird. Und dann will ich mal gucken, was ich aus diesem Head zaubern kann. So, ich zeige euch mal geschwind das Ergebnis. Ich habe jetzt einfach die Haare aufgemacht. Oh Gott, ich sehe so müde aus. Habe die Haare einfach aufgemacht und habe praktisch komplett die Haare ausgebürstet und habe Segment für Segment einfach Haare, schaut mal, so kleine Zöpfe gebunden und in vier, also praktisch auf, hier seht ihr also praktisch einen und habe praktisch vier, eine Viererreihe gemacht, damit die Haare so aussehen. Ich finde, da sieht der Zopf einfach üppiger aus und habe einfach so ein bisschen zurückgegelt und gehaarsprayt. Und ich finde, es sieht einfach sehr voluminös aus und es bleibt halt wirklich eine Frisur, die den ganzen Tag ist. Ich wollte jetzt keine Locken machen oder so, aber ich finde, das sieht eigentlich ganz hübsch aus. Wie gesagt, wir machen uns jetzt das Frühstück mal fertig, einigermaßen. Und danach geht's ans Make-up. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe hier unter erschwertesten Bedingungen, muss ich hier immer Make-up machen. Es ist jetzt gerade wirklich wahnsinnig anstrengend. So vom Winkel her ist es echt gut. Ich habe jetzt nur mal meine Augenbrauen gemacht, beziehungsweise eigentlich jetzt nur mit so einem Augenbrauengel praktisch einfach nachgezeichnet und pack mir jetzt eine Lidschattenbase auf. Und zwar benutze ich dafür die Revolution Pro, den Core Primer. Also das ist einfach so ein heller Primer. Es tut mir echt wahnsinnig leid, das Licht ist hier echt bescheiden. Ich habe hier eine voll coole Empfehlung für euch. Und zwar, ich habe hier so Brushes, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, so Brushes vom Primer gefunden. Und zwar sind das extra Concealer Brushes. Und zwar ist das eine, die so ein bisschen angewinkelt ist, wo ich super meine Augenbrauen ausgekauft habe und habe so eine Buffer Brush. Und ich drücke mir jetzt gerade praktisch diesen, ich sag jetzt mal, Augen Primer. Der kostet, glaube ich, 4,99 € oder so bei Revolution Pro auf der Seite, Revolution London. Ich liebe den, ich benutze den auch immer. Ich habe jetzt auch praktisch andere Farben noch gekauft. Ich habe jetzt zum Beispiel noch einen weißen, ich habe noch einen pinken und einen türkisen und einen schwarzen dabei, weil ich den halt benutze, um meine praktisch Lidschatten besser zu setten, um praktisch darauf besser aufzubauen. Es macht halt wirklich so eine durchgängig gute Base praktisch. Und auf jeden Fall der Prozess. Wir gehen jetzt auf jeden Fall jetzt gleich frühstücken. Das ist uns halt ganz arg wichtig, dass ich halt frühstücken gehe, bevor ich mein komplettes Make-up mache. Weil wenn ihr halt essen tut, habt ihr halt immer so extrem fettiges Wurst knallt an euren Mund und Marmelade. Und ich finde halt gerade, wenn ihr auf so eine Messe geht oder so, solltet ihr wirklich extrem gut gefrühstückt haben. Da ist mir jetzt das Make-up bei 1000 Mal nicht mehr so wichtig, wie jetzt richtig gut gefrühstückt zu haben. Und danach kriegt ihr dann praktisch in einer super, super schnellen Version mit, wie ich dieses Puh-Gesicht biete. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen mit den Lampen hier spielen kann, dass ich ein bisschen besseres Licht habe. Ich habe, wie gesagt, es ist jetzt echt sehr früh. Es ist jetzt 6 Uhr. Und wir sind uns hier schon fertig machen. Der Marc ist schon fast fertig. Er braucht eigentlich auch nicht wirklich irgendwas machen. Er zieht sich halt an, geht auf Klo, tut sich die Zähne putzen und so. Ich gehe jetzt tatsächlich so. Ich habe jetzt noch Kontaktlinsen. Also ich habe mir ein Tageslinsen mitgenommen. Habe jetzt echt leider nur so einen Handspiegel, mit dem ich mich schminken muss, kann, keine Ahnung. Das wird schon eigentlich ganz gut hinhauen. Aber ich hoffe, wie gesagt, dass es einigermaßen hinhaut. Die Eintageskontaktlinsen mache ich grundsätzlich nach dem Make-up praktisch so ins Gesicht, weil ich einfach nicht möchte. Ich hatte das schon einmal gemacht, den Fehler, dass ich praktisch meine Kontaktlinsen aufgesetzt habe, bevor ich Lidschatten aufgetragen habe. Und dann hat sich halt Lidschatten unter meine Kontaktlinse verkrochen. Und ich konnte eigentlich die Kontaktlinse wegschmeißen. Sie war halt echt nichts mehr wert, weil praktisch die angefangen hat, in der Farbe meines Lidschattens sich zu verfärben. Also ein kleiner Tipp. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei meinem Make-up.
Also ich hatte grün geplant, dieses Bobber was. Aber es ist. Fertig. Es ist sehr viel herbstlicher und dunkler geworden. Mein Mann hat mich als Transer bezeichnet, aber das ist eigentlich ein Kompliment. Also ich habe jetzt wirklich extrem, ich habe jetzt von Fenty Beauty den Unveil, glaube ich, drauf. Ich habe sehr, sehr dunkel geschminkt. Kontaktlinsen gingen gut drauf. Die Nikia Joy Lashes sind richtig, richtig gut. Ich hatte erst so einen Cut Crease, habe aber praktisch den dunkleren Lidschatten nach vorne gezogen, weil ich einfach finde, das bringt einen besseren Kontrast. Ich bin mega happy. Es ist halt einfach natürlich Make-up was Extremes, zumal ich sagen muss, ich würde somit auch auf die Straße gehen. Das tue ich ja hiermit auch, aber ich finde es richtig schön. Es muss wie gesagt nicht jedem gefallen, aber mir, also ich habe jetzt so ein gelbes Oberteil an, da kommt noch eine schwarze Hose und Turnschuhe, weil auf der Glow kannst du keine hohen Schuhe anziehen, da wirst du sterben. Auf jeden Fall, ich bin jetzt fertig und ich würde sagen, let's go. So, wir sitzen jetzt im Foyer und wir warten auf den Taxifahrer und dann geht's ab zur. Husband. Bei Glow zu Gast sind. Ich würde euch empfehlen, zum Pink Carpet zu kommen, weil hier wird gleich die Creme de la Creme der Beauty-Szene über den pinken Teppich laufen. Und die Mädels hier haben sich den allerbesten Platz geschnappt. Und du bist heute mein allererster Gast. Herzlich willkommen. Wie geht es dir heute? Sehr gut, ich freue mich mega. Ich bin auch gerade erst angekommen und jetzt geht es gleich über den Teppich und zu mir den Pink. Ich freue mich sehr, meine Zuschauer zu treffen. Ja, also heute ist wirklich wahnsinnig viel los. Ich habe eben schon gesehen, innerhalb von ein paar Sekunden hat sich alles hier gefüllt. Alle Hallen sind schon voll und ganz scharf. Auf euch natürlich. Und natürlich gibt es so ein paar Tipps und Tricks, warum du so schön bist. Natürlich zu 99% so geboren, aber es gibt ja noch so ein paar kleine Tricks. Was sind so deine drei wichtigsten Beauty-Tipps, die du so den Mädels mitgeben würdest? Also ich glaube, ein guter Schlaf kann nichts ersetzen. Was Make-up angeht, üben, Erfahrung macht's. Und ansonsten einfach happy sein, gute Laune, dann sieht am besten aus. Natürlich hier bei der Glow vertreten, ganz klar. Aber zu Interviews werden sie alle kommen. Und das also ich bin ja heute schon so ein bisschen hier gelaufen, ne? Und dachte so nach 10 Kilometern. Und ja, deswegen habe ich irgendwie meinen eigenen Weg gefunden. Und mache jetzt ein bisschen Schminke und anscheinend hat es auch gelangt, immer wieder. Meine Palette, das ist exakt das gleiche Outfit. Es sieht wirklich wahnsinnig aus. Dürfen wir das mal in voller Pracht bewundern, vielleicht auch von hinten, wenn du dich drehst. Oh mein Gott, das ist wirklich schön. Es ist einfach so schön, aber trotzdem ist es tragbar. Es ist eigentlich noch super oft natürlich und da freut man sich auch jedes Mal, aber manchmal ist man natürlich in Gedanken und rechnet gerade nicht damit. Dann ist es trotzdem manchmal auch, dass man sich so ein bisschen so wundert. Ja. Also du bist ja wirklich eine von den ersten Ladies, die angefangen haben mit Make-up und Beauty, aber auch immer dabei geblieben sind. Also viele haben natürlich andere Dinge auch ausprobiert, das hast du aber nie gemacht. War das von Anfang an für dich klar? Bei mir geht es nur um Beauty und das möchte ich richtig machen, weil ich finde, das ist toll, dass du das so konsequent machst.
Ja, auf jeden Fall. Also für mich gab es irgendwie kein anderes Thema, außer jetzt mal ein bisschen Fashion oder so. Oder da gibt es natürlich Q&A, die ich super gerne machen wollte. Das bitte hat die Tisch mit, unterschreibt eure ganzen Paletten. Ich bin bei dir. Oh mein Gott, Fangirl-Moment. Fangirl-Moment. Oh mein Gott, ich bin fast da. Oh mein Gott, mein Herz rast wie blöd. Hat die Tisch mit, wie geil. Victoria, mein Schatz. Guck mal, was ich unterzeichnen lasse für dich. Alter Samstag, Berlin. Geht ab. Wir sind jetzt nach der Glow und wir gehen jetzt extrem elegant essen, weil wir keinen Bock mehr auf Italiener haben. Aber wie geil ist es hier. Guck mal, wenn ihr in die Glow geht, nicht vergessen, belohnt eure Männer. Hey ihr Lieben, also ich bin jetzt gerade von der Glow wieder da. Es ist jetzt knapp 15 Uhr und ich habe einfach, hey, ich habe einfach mal Hatice Schmidt getroffen. Hallo. Also das war so ein richtiger Fangirl-Moment, wo ich echt gedacht habe, stehe. Also, da habe selbst ich nicht mehr schwätzen können. Das war echt so. Ich sah aus, wie wenn ich einen Bart habe. Ich mache mir jetzt gerade mein Liquid Lipstick ab. Wir gehen jetzt noch ein bisschen raus und es ist so geiles Wetter draußen. Wir gehen jetzt noch ein Spiel kaufen. Das hat sich mein Mann verdammt nochmal verdient, gell, Baby? Einmal Red Dead Redemption. Seinen Account schreibe ich unten rein. Da könnt ihr ihn mal sehen beim Twitchen. Das ist so geil. Ich beobachte ihn immer in der Nacht. Das ist so witzig. Ich weiß dann immer, was er tut. Und also ich zeige euch auf jeden Fall noch die Goodie Bag. Die lade ich euch dann die nächsten Tage noch hoch. Also es ist unfassbar. Ich habe hier den ganzen Sack da unten voll mit Shit und Fuckzeug. Alles habe ich auch alles gekauft, was es dort gibt. Lashes gab es dann auch wunderschöne, aber die waren ein bisschen teuer, ja. Ich habe bei BH auch nichts gekauft, weil online ich einfach die besseren Angebote bekomme und ich kriege meine Liquid Lipstick immer noch nicht raus. Der ist übrigens von Fenty Beauty, der Unveil. Richtig schön, aber hartnäckig wie Sau. Habe ich erwähnt, dass ich Hatice Schmidt getroffen habe. Hier das Zimmer sieht aus, wie wenn da gleich die Kalaschnikow ins Fenster fliegt, also Katastrophe. Also ich beende auf jeden Fall meinen Vlog hier. Ich hoffe, dass es euch echt Spaß gemacht hat. Ich habe auch ein paar hochkantige Videos gemacht. Ich habe meinen Mann auch gedreht. Habe ich erwähnt, dass ich Hatice Schmidt getroffen habe? Ich bin einfach so geflasht. Wir waren jetzt fünf Stunden knapp auf der Glow. Super Angebote, geil strukturiert, geile Aktionen. Da war auch ein super toller Disney-Zeichner von den Disney-Studios da. Problem ist, das war halt so... Der hat irgendwann noch Pause gemacht und da hast du halt nicht mehr hingeschafft. Ich hoffe, wie gesagt, dass dieser Vlog euch wahnsinnig Spaß gemacht hat. Ich habe so gut gevloggt, wie es ging. Es war teilweise sehr laut. Auf dem Pink Carpet habe ich leider Niki Tutorials nicht treffen können. Aber ich habe Hatice Schmidt getroffen. Hallo, das ist unsere Niki Tutorials. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe viele YouTuber diesmal getroffen. Ich habe die Tara von Tamtam Beauty getroffen. Ich habe Kiso getroffen. Sie waren alle so nett und so gut gelaunt. Gott sei Dank, also kauft euch keine Sonntagstickets. Weil ich glaube, dann sind die fett gestresst.
Es waren super liebe Menschen dabei. Ich habe sogar eine ganz, ganz, ganz süße Abonnentin von mir getroffen. Mäuschen, wenn du mich siehst, fühl dich gedrückt und geknutscht. Mega, mega Moment, auch dich mal zu sehen, beziehungsweise überhaupt mal jemand, der mich auf mich anspricht. Das war jetzt echt lustig. Und auf jeden Fall, meine Lieben, sehen wir uns auf jeden Fall morgen im neuen Video wieder. Und dann zeige ich euch mal, was ich eingekauft habe und die Goodie Bag. Denn Tante Jenny war Shopping. Shopping, das knallt. Ich liebe euch und bis bald.